Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen ja noch bei der großen Viehauktions. Beim großen Viehauktionshaus. Und wir schauen mal, wohin die Reise auf die Reise geht. Wir sind immer noch in Valentine. Das muss natürlich auch noch dazu gesagt sein. Fahren wir, würde ich sagen, nach Lincoln. Meize. Was mit Mais? Ja, gut. Scott's Bluff würde natürlich auch gehen, aber. Probieren wir es nochmal mit Lincoln. Lincoln war jetzt, glaube ich, auch noch nicht gewesen mit dem eigenen Auflieger. 320 Meilen, let's go. Time to get the job done. Wahrscheinlich müssen wir dann da vorne laden, wo das Vieh abtransportiert wird. Na gut, daneben. Aber er kommt da gut hin. Boah, wir sind mittlerweile auf 4,9 Meilen pro Kanon runter. Dann lassen wir es mal beladen. Und dann schauen wir uns mal die Fahrt an. Wir kennen sie mittlerweile schon in der Highway 20 runter. Durch Dings vorbei, durch O'Neill durch Norfolk durch, dann auf 275 weiter. Dann geht es auf die Interstate 80 und dann sind wir eigentlich schon auch in Lincoln. Und ich habe nochmal gerade nachgeguckt, das Community-Ziel ist auch mittlerweile erreicht. Okay, let's find a new route. When possible, make a U-turn. Sprich, die ganzen. Sieht man das noch? Nee. Aber. Ihr könnt das Ganze auch noch fahren bis zum 14. Juli. Bei Bentrack Connections Switzerland Event sind wir gerade mal bei 17 Millionen von 20 Millionen Tonnen. Da ist noch ordentlich was zu tun. Turn left. Ich wollte gerade kurz fragen, weil ich total. Ich habe mich gerade kurz gefragt, wie weit wir überhaupt fahren müssen zum Laden. Das ist mir gerade aufgefallen, dass wir sind ja schon beladen. Das ist aber auch ein anderer. Ne? Das war. Es steht immer ein anderer, fällt mir gerade auf. Das ist ein SUV, sonst war das immer so ein Cruiser. Cool, dass es auch random ist. Das Handy nicht einfach einmal nicht frei drehen. Ist ja schlimm manchmal. Das sind wahrscheinlich auch wieder 46.000 Pfund, oder? Ja.
Ist ja eigentlich immer so. Pennen muss ich nicht mehr. Also erst wenn ich da angekommen bin. In Lincoln wird gepennt. Am Ende des, ja, nach dem Wochenende könnte es sein, dass dann bei ATRS2 das dann, boah, weiß nicht, 18,5 Millionen von 20 Millionen sind. Weil da wird es echt eng noch, glaube ich. Also das ist ja auch bis zum 14. Juli, aber es ist eng, also so eng noch finde ich, aber enger als jetzt hier bei dem Cruising Nebraska Event. Na gut, es ist ja auch irgendwie sinnig, dass wir aktuell von 5,0 Miles per Gallon zu 4,9 Miles per Gallon gekommen sind. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt ja auch sehr viel schwere Frachten fahren hier mit dem Trailer. Stay right and then continue straight. Go straight. Denn wir haben zwischenzeitlich immer mal wieder eine Fracht gehabt, die irgendwie nur 2.000-3.000 Pfund war. Aber jetzt haben wir konstant 46.000er Frachten. Wir sind gerade doch schon eher so in einem Dazwischending gerade. Es schwankt zwischen 4,9 und 5,0. Also ich. Ja, gut, wobei. Die Fahrt wird auch wieder lang. Ich werde gleich nochmal ETS2 nochmal aufnehmen. Wir werden mal eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen und wir haben es schon 28 Grad hier im Zimmer, also es wird spaßig. Sondern am Rumkommen. Das kommt auch nochmal dazu. Und die Hände sind schon wieder schwitzig, die Finger vor allem. Mal schon mal ein bisschen mehr Eisen geben, würde ich sagen, wa? Schön. Also sprich, wenn ich jetzt in dieser Fahrt hier auch das
auch schön abgeladen werde. Indem wir die Luken hinten unten aufmachen. Dann werde ich im nächsten Video den ersten Spezialtransport hier vom Nebraska DLC fahren. Go straight. Aber dann muss man erstmal hinkommen, ne? Erstmal abgeladen werden hier vernünftig. Wir wollen ja, wenn schon, denn schon noch alles gesehen haben hier. Bevor wir uns an Sachen wagen, die wir noch nicht gesehen haben. Danach bin ich auch mal. Einfach mal gucken, sobald ich dann mich aus Nebraska verziehe, in Anführungszeichen. Wo ich mich nicht mehr limitiere auf Nebraska. Wie viel Prozent meine ich von Nebraska entdeckt habe? Es wird nicht viel sein, also nicht. Es wird nicht. Hä? Ja, ich muss doch hier rauf. Es wird zwar nicht immens hoch sein wahrscheinlich, aber es ist ja schon mal interessant zu sehen. Hey, sollte ich vielleicht auch bei zukünftigen auch machen. Das wäre ja auch richtig interessant. Soll ich mir vielleicht auch die Statistik mit einbeziehen? Mal direkt aufschreiben. Gut, hier seht ihr auf alle Fälle. Map DLC Completion für Stats von Map von, ja, von Cruising. Hallo, Pause. Meine Güte. Nicht schön, aber selten. Ich meine, okay, gut. Ich glaube, ich will auch mal mein Handy mal wieder neu starten. Hab auch schon lange nicht mehr gemacht. Das soll man ja, glaube ich, zwei bis dreimal die Woche machen. Habe ich zumindest mal gelesen, dass er durch die Akku eine Länge hält oder so, aber wo die Geschwindigkeit nicht so sehr nachlässt. Aber gut, ne? Wer denkt da schon dran? Mache ich aber recht gerne, wenn da irgendwie beim Bereiniger
Cache-Löscher quasi angezeigt wird, dass irgendwie 1,3, also wenn das irgendwie, ne, voll angezeigt wird vom Papierkorb her. Meistens dann ist irgendwie dann bei mehr als ein Gigabyte ist oder so. Weiter runter wegen des Kreisverkehrs. Ich weiß nicht mal, auf wie fast ich runtergekommen bin. Okay, anscheinend auf 30. Super. Straight. Ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Also vom Gefühl her wirkt es teilweise so, als ob der. Das kann natürlich allgemein an der Physik liegen. Ach man, super. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit schon irgendwie wieder im. Der Cruise Control unterwegs, aber scheinbar nicht. Go straight. Straight. Auf. Sind wir schon an Norfolk vorbei? Oh, das war gerade Norfolk. Okay. Ah ja, ich habe wieder die. Die Baustelle. Na, kommen wir noch durch? Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Go straight.
Hagelschrecken sind immer super. Perfekt zum Trinken. Mit Flavors Fair haben wir natürlich auch eine gute oder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Hof zumindest das Feature haben könnte. Dann ist halt nur die Frage, ob ich per Zufalls Stellplatz bekomme oder nicht. Oder ob ich doch ein bisschen weiterfahren muss, bis das passiert. Erst 155, ich glaube, wir sind ja schon fast da, ne? Okay, ja, nur 89 Meilen. So nah sind wir auf hier nicht, aber. Ich habe jetzt eher mit 40 Meilen gerechnet, so von der Nähe her, aber. Stay right, then turn right. Turn right. Exit. Und beschleunigen wieder raus. Wir fahren noch mal ein Stückchen näher an Omaha und danach geht es erst nach Lincoln. Dann ist es ja schon wieder sinnig. Explore Kansas? Okay. Stay right. Wild. Then exit right. Aber gut, das sind ja jetzt sind ja dynamische Billboards, von daher. Aber dennoch schon ein wenig wild. Ein Explore Kansas Plakat. Stay left. In Nebraska zu sehen.
Ach ja, die nice Oldtimer Pickups sind schon echt nice. Bitte über den Platte River. Jetzt nach Lincoln rein. Stay left, then turn left. Turn left. Da vorne haben wir die Farmers waren. Hoffen wir mal, dass das klappt, dass wir auch den Drop bekommen, den wir wollen. Exit right. Ich meine, so von der Größe her könnte es ja passen. Das werden wir dann in wenigen Minuten sehen, ob das denn auch so passt oder nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. We are finished. Nope. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Also wir hätten die Möglichkeit, glaube ich, gehabt. Es sei denn, das ist nur fürs B-Laden, aber nee, das ist zum Entladen. Die Möglichkeit wäre hier bestimmt gewesen. Dann laden wir es mal ab. Wie auch immer. Auszeichnet Mais von Valentine nach Lincoln geliefert. Gefahren an Strecke 320 Meilen, dauert 30 Minuten. Verbrauchte Kraftstoff 47,1 Gallonen. Das war der 186. erledigte ATS Bürgerfahrtsauftrag. Es gab dafür 14.756 Dollar und 673 Erfahrungspunkte. Dann müssen wir uns noch einen Schlafplatz suchen. Weiter reinzoomen, danke. Gut, dann fahren wir einfach mal hier hin, würde ich sagen. Ist ja groß genug. Sind wir nochmal 49 Meilen unterwegs oder fahren wir hier vorne hin zu Omaha? Wäre näher, ne? Haben wir geht Omaha. Drive safe.
Hätte aber auch nicht hier den Zufalls. Dings, die zufälligen Shellplätze deaktivieren, einfach nur um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich den Drop bekomme. Das werden wir dann genauso machen wie in diesem Fall. Und dann flitzen wir mal wieder nach Oma. Go straight. Caution. Please mind the speed limit. Stay right. Then turn right. Gibt es dann halt doch noch kein Dings. Kein Spezialtransport. Einfach kein Glück bisher hier mit. Aber vielleicht kommt das ja noch. Oder können wir sogar wirklich mal 75 ausfahren. Mit Auflieger und so. Jetzt bremst du natürlich, ne? Stay right, and then turn right. Turn right. Stay left. Genau, und dann links, dann wollen wir das andere Mal auf den anderen Truckstop auf. Das ist, glaube ich, gerade umgesprungen. Trifft sich auch gut, ich muss ja auch bald tanken. Können wir dann direkt zu Beginn im nächsten Video hier von Nebraska tanken. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder vom Cruising Nebraska Event oder vom Trail Connection Switzerland Event im Old Truck Simulator 2. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.